Unfallforschung trotz großer Sorgfalt und Umsicht. Bahnunfälle sind, so scheint es, nicht zu vermeiden. Oft lösen sie großes menschliches Leid aus, verursachen gewaltige materielle Schäden. Auf einem Versuchsgelände in der Nähe von Breslau in Polen fanden jetzt für ein europäisches Forschungsprojekt groß angelegte Crash-Tests statt. Deutsche Experten leiteten die Versuche. Durchgespielt wurde der Zusammenprall einer Straßenbahn mit einem Güterwagen. Die Zeitlupe zeigt es. Die Stauchelemente und Hohlprofile, die in das Straßenbahnskelett eingearbeitet waren, schluckten viel Aufprallenergie. Mit Knautschzonen, wie bei vielen Autos, werden Züge sicherer. Wir haben kein Aufklettern der Fahrzeuge gehabt. Die Struktur hat sich nicht ganz so, wie wir das erwartet haben, verformt, aber immerhin ausreichend, um vor allen Dingen zu gewährleisten, dass der Fahrer nicht zwischen Sitz und Führertisch eingeklemmt wird. Sie sehen da den ausreichenden Abstand ganz deutlich. Die Ergebnisse dieser Tests gehen in den Anforderungskatalog der Bahn für die Bestellung neuer Züge bei der Industrie ein. Sie sollen auch zur Entwicklung europaweiter Sicherheitsrichtlinien im Eisenbahnwesen beitragen.